Yo, was geht ab? Pau hier. Vor kurzem bin ich auf ein neues Programm gestoßen, Affinity Photo. Vor einigen Monaten hat mir mein Kollege davon erzählt, Pau, Affinity Photo, das musst du unbedingt auschecken, das ist so ein cooles Bildbearbeitungsprogramm. Dachte ich mir, okay, klingt interessant, hab's dann aber irgendwie vergessen und vor kurzem habe ich dann eine Mail bekommen, wo drin stand, Affinity Photo, ist das das aus für Photoshop? Und dachte mir, wow, echt? So gut muss das sein? Muss ich unbedingt auschecken. Und genau das werden wir heute tun. Affinity Photo, was kann dieses Programm? Weil Affinity Photo so ein vielseitiges Programm ist und so groß wie Photoshop mit total vielen Funktionen, werden wir uns heute erstmal den Entwicklungsprozess anschauen. Also vergleichbar mit Camera Raw und Lightroom. Also den ersten Schritt. Affinity Photo ist in mehrere Personas, in mehrere Prozesse aufgeteilt, würde ich sagen. Und das ist einmal der Entwicklungsprozess, die Fotopersona, die vergleichbar ist mit Photoshop tatsächlich. Dann gibt es extra eine Liquify-Persona, wo man einfach ein bisschen Dinge verzerren kann, beziehungsweise dünner machen kann oder entzerren kann und so. Und dann gibt es noch eine Export-Persona in Liquify und die Tone-Mapping-Persona und das ist so viel. Deswegen erstmal nur die Develop-Persona, also diesen Entwicklungsprozess. Was kann man damit machen? Ist es wirklich besser als Lightroom oder als Photoshops Camera Raw? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Camera Raw und Photoshop, Photoshop und Camera Raw, das ist dasselbe, ist Camera Raw bzw. Photoshop und Lightroom in dem Adobe Cloud, in den Adobe CC Photoshop Abo erhältlich und da zahlt man nur 12 Euro circa im Monat und jeden Monat zahlt man 12 Euro und das wird ständig geupdatet von Adobe. Wenn es ein neues Update gibt, wird es automatisch gemacht und man zahlt es halt immer und immer und immer wieder, diese 12 Euro, jeden Monat. Bei Affinity Photo hingegen ist es so, du zahlst einmal 55 Euro und hast dann alles. Und wenn Updates kommen, wird es dann auch geupdatet, sofern ich weiß. Genau, und das ist natürlich schon mal ein Vorteil, wo Leute sagen, hey, das ist ja viel günstiger, vielleicht kaufe ich mir das, anstatt dass ich Photoshop jeden Monat bezahle. Aber ist es das tatsächlich wert? Das schauen wir uns jetzt an. So, jetzt sind wir hier auf der Website von Affinity Photo und ja, sieht ja schon mal ganz cool aus, hier bunt, lila und wunderbar. Hier oben kann man schon sehen, da steht für Mac kaufen, für Windows kaufen, wie gesagt 55 Euro kostet das Ganze. Man kauft es einmal, ist kein Abo, wie bei Adobe CC, da hat man ja das Abo, wo man jeden Monat zum Beispiel fürs Foto-Abo, für Lightroom und Photoshop circa 12 Euro zahlt im Monat und hier ist es, du kaufst es einmal und kannst es für immer benutzen, ohne dass du da jemals nachzahlen musst. Hört sich ja schon mal ganz nett an. Jetzt sucht man hier erstmal vergeblich nach einer Testversion und ja, ich habe sie irgendwie irgendwann mal gefunden und zwar muss man hier ganz runter scrollen, da ganz unten steht dann kostenlose Testversion, dass du ja nicht auf die Idee kommst, zuerst das Programm zu testen, bevor du es dir für 55 Euro kaufst. Guter Verkaufstrick, hat leider nicht funktioniert, also hier findet man die kostenlose Testversion. Runterladen und dann hat man 10 Tage Zeit, das Programm auszuprobieren, bevor man sich dafür entscheidet. Das ist ja schon mal eigentlich ganz nett, dass man das so machen kann, wenn man diesen Tab hier unten findet. Genau, sonst auf der Website stehen sonstige Informationen, was man dafür machen kann, damit machen kann und sieht ja alles schon, wie gesagt, ganz nett aus. Jetzt machen wir das mal zu und gehen tatsächlich in Affinity. Ich habe es schon runtergeladen und hier so sieht das Ganze aus. Und Affinity hat diese verschiedenen Personas, also diese verschiedenen Bearbeitungsebenen. Einmal die Fotopersona, wo man, wie das in Photoshop ist quasi. Dann hat man hier die Develop-Persona, das ist wie Lightroom oder Camera Raw. Das ist die Liquify, Entschuldigung. Liquify ist da, wo man Dinge verzerren kann und irgendwie gerade oder dünner machen kann. Und die Develop-Persona, das ist wie Lightroom oder Camera Raw. Und diese wollen wir uns heute nur mal anschauen, weil alles zusammen würde den Rahmen sprengen. Also wir schauen, wie ist die Develop-Persona, die Entwickeln-Persona von Affinity. Genau, gut, dann habe ich hier schon aus meinem Ordner Tutorials mal dieses Bild hier ausgewählt, das wir heute bearbeiten werden. Ziehe das Raw-Bild mal hier rein.
automatisch in Affinity Photo und dann lädt es erstmal ein Weilchen. Es braucht immer ein kleines bisschen, habe ich jetzt festgestellt, bis das Bild dann geöffnet ist. Also nicht fünfmal reinziehen, sonst öffnet sich das dann nach 2 Minuten fünfmal. Und genau, deswegen da einfach kurz Geduld haben. Ich weiß nicht, ob das hier nur an meinem Computer liegt, aber mein Computer ist eigentlich schon sehr fit und kommt eigentlich mit allem klar. Vielleicht ist es einfach Affinity, dass es noch nicht so weit entwickelt ist und einfach einen Moment braucht, um diese großen RAW-Dateien zu öffnen. Gut, es dauert immer noch einen Moment. Schauen wir mal, ob... Ja, jetzt hat sich's geöffnet. Wunderbar. Gut, das Bild ist schon offen und ich habe hier gesehen, eigentlich ist das Bild hier relativ dunkel. Jetzt hat er mir das automatisch irgendwie so heller gemacht, wenn ich hier mal auf Ansicht gehe, extra large, und das Bild mal anschaue, ist eigentlich relativ dunkel und hier hat er mir das automatisch gleich ein bisschen heller gemacht. Okay, mach ich mal größer, das macht er so, da ändert er den Farbton. Und zieh mir das mal hier in die Mitte, sage mal Steuerung 0, dann zieht er mir das auf die Größe, Bildschirmgröße an. Und genau, also das ist jetzt das Bild schon ein bisschen aufgehellter als das Original RAW, das ich gemacht habe. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, seltsam, aber ja, ohne dass ich irgendwas eingestellt habe. Gut, jetzt schaue ich mal, was ich damit machen kann. Also in Lightroom und Camera Raw habe ich echt viele, viele Möglichkeiten. Deswegen bin ich gespannt, was man hier alles tun kann. So, jetzt habe ich dieses Bild. Was möchte ich da machen? Ich möchte einfach mal das Bild ein bisschen heller machen. Also es wurde mir sowieso schon hell gemacht hier. Und meine ganze Stufe, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn ich hier den Slider ziehe, dann kann ich das in 0,1 Schritte verändern. So mache ich das eher. Also man hat hier die Exposure, also die Belichtung oder die Helligkeit. Bei Helligkeit, wenn man da zieht, wird es schneller hell, also nicht so schrittartig, sondern stärker. Und die lasse ich jetzt mal bei 0 und benutze nur den Belichtungs-Slider hier. Und der passt so. Den Schwarzpunkt möchte ich natürlich dunkler machen. Und jetzt denkt man eigentlich, wenn ich es nach links ziehe, müsste es dunkler werden, aber das tut's gar nicht. Ich müsste nach rechts ziehen. Genau, irgendwie genau das Gegenteil von dem, was man denkt. Aber ja, wenn man das verstanden hat oder versteht, dann ist das auch kein Problem. Ist ja nur eine Gewöhnungssache. Und da möchte ich gar nicht mal so viel stärker gehen. Das ist schon sehr mit einem Prozent schon so eine starke Veränderung. Okay. Gut, sieht ja schon mal ganz gut aus. Als nächstes möchte ich den Kontrast erhöhen, dass das Bild noch kontrastreicher wird und poppt natürlich. Und jetzt sieht man schon, das ist so seltsam. Das Bild ändert sich nicht auf einmal, sondern es werden so einzelne Karos, so einzelne Würfel, die sich nach und nach verändern. Und hier weiß ich auch nicht, liegt es nur an meinem Computer oder liegt es an Affinity? Wie gesagt, mein Computer ist eigentlich sehr fit und bei Photoshop, Premiere, alles mögliche, was ich benutze, wo eigentlich echt viel, wo dem Computer viel abverlangt wird, ist das nie ein Problem. Aber das ist schon seltsam, dass es nicht so sofort auf einmal geändert wird, sondern Karo bzw. Kästchen für Kästchen. Das ist schon komisch. Genau, auf jeden Fall hat sich das geändert. Sieht ja gut aus, bisschen mehr Kontrast. Jetzt ist es auch ein bisschen dunkler geworden. Natürlich dadurch, dass ich Kontrast erhöht habe, da gehe ich hier nochmal ein bisschen höher und füge natürlich Klarheit ein. Das mache ich ja auch immer bei den Lightroom-Bildern bzw. bei den anderen Bildern, damit es noch ein bisschen detailreicher wird. Klarheit, okay, gut. So, 4% gestiegen. Die Sättigung lasse ich so, Vibranz. Ich möchte die Farben noch ein bisschen kraftvoller machen, deswegen gehe ich da um eine 3% hoch. Mal sehen, was passiert, wenn ich viel stärker hochgehe. Es passiert sichtlich nicht wirklich viel. Mal runter. Ja, jetzt passiert was. Gut, ja doch, da passiert schon was. Genau, die Farben werden weniger. Wie Brand weniger, etwas schwächer von der Intensität her. Gut, ich erhöhe sie um eine 2% und cool, genau, da kann man vorher nachher sehen, wenn ich hier drauf drücke,
Und dann schließe ich das und dann ist das weg, was ich getan habe. Und hier kann ich sehen, was habe ich gemacht, wenn ich einmal drauf drücke und das angehakt ist. Und dasselbe auch hier. Und genau, jetzt schalte ich mal beide an, die ich gemacht habe. Und hier mal das komplette Vorher, Nachher. Also wie gesagt, die Karos bzw. diese Kästchen, das ist schon ein bisschen nervig, dass es nicht auf einmal geschieht, sondern Schritt für Schritt. Also das ist das Vorher und das ist das Schritt für Schritt Nachher. Genau, das dauert noch ein bisschen hier, gut. Sieht ja schon mal ganz cool aus. Also man kann hier schon relativ viel verändern, merke ich. Jetzt gehe ich hier auf den Schatten und den hellen Bereich im Bereich, also auf den Highlight-Bereich und kann das auch nochmal einzeln erhöhen. Ich sage jetzt mal die Schatten. Hier ist es dann wieder andersrum, ja. Also hier kann ich dann die Schatten nach links dunkler machen und nach rechts heller machen. Und hier bei Blackpoint, also schwarz, ist es genau das Gegenteil. Das ist schon ein bisschen irritierend. Aber ja, wahrscheinlich Gewohnheitssache. Jetzt sage ich mal, die Schatten möchte ich ein bisschen aufhellen, damit man noch ein bisschen mehr Details in den Schattenbereichen hat. So, gut. Jetzt schaue ich mal vorher, nachher. Vorher. Und nachher. Ja, genau. Dadurch, dass es so abgehakt sich verändert, ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, wie stark ist die Veränderung jetzt. Aber genau, wir haben da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gemacht. Die hellen Bereiche möchte ich gar nicht irgendwie großartig verändern. Die passen so, das ist hier nicht zu hell für mich. Das ist in Ordnung, deswegen lasse ich das so. Und genau, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt schauen wir auf den nächsten Tab. Das sind die Objektivkorrekturen. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, wenn das Objektiv verzerrt ist oder so, wenn man mit einem Weitwinkelobjektiv fotografiert hat und die Linien verzerrt sind, dann kann man hier das einfach verändern und wieder gerade ziehen bzw. ein bisschen stärker verzerren. Das ist jetzt natürlich extrem und dann sieht man schon, was passiert. Und hier sieht man es deutlich mit diesen Schritt-für-Schritt-Änderungen. Und das ist wirklich, ja, nervig. Hallo, warum dauert das so lange? Okay, ja. Und irgendwann hat es das gemacht. Das ist ja beeindruckend langsam. Aber genau, also hier kann man sehen, was passiert. Oder andere Richtung, das Ganze entzerren. Also das war jetzt verzerren und ist jetzt entzerren. Und da sieht man, was passiert. Also es wird dann hier so gebogen. Und dann kann man hier theoretisch das Crop-Tool wählen und sich das so beschneiden, dass diese weißen Bereiche wieder weg sind. Aber das lassen wir alles. Ich drücke mal Escape. Und eigentlich sollte ich dann wieder aus dieser Maske raus, wenn ich Escape drücke. Aber es passiert nichts. Okay. Macht gar nichts. Kein Problem. Dann sage ich hier einfach mal, wie komme ich jetzt raus? Steuerung Z. Nein. Passiert auch nichts. Ja, dann verzerrt er mir das wieder. Und es dauert ewig. Bis, ja, bis da was passiert. Deswegen drücke ich jetzt einfach auf Lens Correction weg, damit es einfach wieder normal wird. Und gehe hier auf mein Handtool und warte, bis das wieder zurückgeändert ist. Wow. Okay, man sieht, es braucht ein bisschen. Es braucht ein bisschen. Gut, und irgendwann hat sich dann wieder beruhigt und so sieht es dann aus. Also man kann diese Verzerrung oder diese Lens-Objektivkorrekturen machen, dauert nur ein bisschen. Und hier mit Escape kommt man nicht sofort aus der Veränderung raus, sondern muss dann Steuerung Z drücken, beziehungsweise das Ganze hier mit einem anderen Tool wegklicken, damit man da rauskommt. Das ist natürlich schon ein bisschen zeitaufwendig. Escape drücken, das sind wir ja gewohnt eigentlich, dass man sofort aus der Veränderung rauskommt, die man machen möchte. Aber ja, gut. Des Weiteren kann man hier die chromatische Aberration entfernen. Ich habe das schon vorher gemacht und ich werde das nicht machen, weil das dauert auch lange. Dann berechnet er das automatisch und der schaut dann, wo sind die chromatischen Aberrationen, also diese lilanen oder auch mal grünen Linien an den Kanten bei zu hellen Bereichen. Das Bild hat es jetzt sowieso nicht wirklich chromatische Aberrationen, deswegen braucht man das nicht machen, aber theoretisch kann man das machen. Und dann entfernt er die chromatische Aberration automatisch und wenn es dann immer noch nicht geht, dann kann man das manuell hier auch noch machen und sich die einzelnen Farben quasi entsättigen mit der chromatischen Aberration.
Und genau, gut, lasse ich mal weg, weil das Bild hat gar keine chromatische Aberration. Hier kann man noch Objektiv-Vignetten entfernen, wenn das Objektiv eine bestimmte Vignette hat. Hier, das Objektiv war in Ordnung, man sieht keine deutliche Vignette, deswegen lasse ich das mal. Und theoretisch kann man das machen. Hier kann man noch eine extra Vignette hinzufügen als Effekt, wenn man sagt, okay, ich möchte eine Vignette haben. Das werden wir jetzt einfach mal machen. Dazu erhöhe ich die Härte ein bisschen oder stark erstmal, dass man das deutlich sehen kann. Und sage hier die Größe kleiner machen, die Intensität größer. Und ja, es dauert. Und man sieht, okay, Intensität nach rechts größer. Heißt dann quasi die äußeren Bereiche heller machen und andersrum ist dann das Gegenteil der Fall, die äußeren Bereiche dunkler machen. Gut, und wieder mal haben wir hier unser Schritt für Schritt Quadrat Veränderung und das stört mich wirklich sehr. Ich glaube, ich habe das schon so oft wiederholt, also man sieht es, dass es einfach ja etwas braucht. Gut, die Größe von der Vignette werde ich jetzt aber schon erhöhen, weil das ist gerade hier, sieht man ja, dass der Fokus nur nicht in diesem Bereich ist. Und jetzt ist er noch ein bisschen weiter, der Bereich. Wenn ich die Härte mal auf 100% mache, wird man noch stärker erkennen, wo die Vignette hingeht. So, genau da in diesem Bereich ist die Vignette. Jetzt werde ich es wieder weicher machen, dass man es nicht so stark erkennt auf 50%. Und das dauert wieder einen Moment. So. Gut, die Härte, jetzt haben wir da. Ist es wieder etwas schwächer gemacht und dann drücke ich hier wieder auf mein Vorher und Nachher. Das will man dann gar nicht machen, wenn man weiß, es dauert zu lange, das Vorher und Nachher zu sehen, ja. Dann ist es, das hält schon ab und es stört schon ein wenig. Okay. Also sowas vorher, ohne Vignette und so ist es nachher mit Vignette. Normalerweise sollte das ein Sekundenklick sein, aber dauert hier länger. Gut, sieht man, dass da was geschehen ist. Und hier oben klicken wir dann wieder auf unser komplettes Vorher, Nachher, nicht nur von der einzelnen Veränderung, sondern das komplette. Und drück mal hier drauf, das ist das Vorher, so war das Bild im ersten Moment. Als ich es reingezogen habe und so ist das Bild jetzt nach den Veränderungen mit den Basic-Einstellungen hier und den Lens, also Objektiv-Korrekturen und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also ich finde in Lightroom und Photoshop bzw. Camera Raw hat man einfachere Einstellungsmöglichkeiten und fein, man kann es feiner justieren, aber man kann hier auch schon was machen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Details kann man hier nochmal nachschärfen zum Beispiel oder mit Luminanz die Verrauschung reduzieren. Das Bild hat jetzt nicht wirklich Rauschen, deswegen lassen wir das weg oder wir machen das jetzt mal testweise zu sehen. Dadurch vermischt er, wie auch bei Camera Raw und Lightroom, dadurch vermischt er diese ganzen Pixel oder diese Verrauschung und dadurch wird das Bild etwas verschwommener, aber dadurch wird das Rauschen entfernt. Aber da das Bild, wie gesagt, nicht wirklich viel Rauschen hat, tue ich das raus und hier kann man das Bild nochmal nachschärfen, wenn man möchte. Gut, das lasse ich jetzt aber, weil das Bild ist schon scharf genug. Ist ja schon cool. Und hier hat man noch Kurven, die man machen kann. Und in der Regel macht man ja entweder die S-Kurve, um Kontrast zu verstärken. So. Das ist ja cool, dass man hier auch die Kurvenmöglichkeit hat. Genauso haben wir den Kontrast jetzt verstärkt. Die hellen Bereiche hier oben heller gemacht. Die dunklen Bereiche hier unten dunkler gemacht. Und so ist der Kontrast verstärkt. Und ja, dadurch ist es ein bisschen dunkler. Jetzt habe ich hier einen zweiten Punkt hingemacht, den will ich eigentlich gar nicht haben. Deswegen drücke ich auf Rechtsklick, dann ist es sofort weg. Mache mir hier noch einen Ankerpunkt hin und möchte da noch ein bisschen Fade hinzufügen. Deswegen erhöhe ich hier den unteren Punkt ein wenig, um die hellen Bereiche, um die dunklen Bereiche etwas matter, heller zu machen. Und so macht man auch den Fade dazu. Genau.
ist das Bild überhaupt ein bisschen dunkel geworden. Deswegen erhöhe ich nochmal hier meine Belichtung um ein kleines Ticken. Und ja, also man kann schon einiges verändern. Wenn es schneller gehen würde, wäre es noch besser. Aber ja, so. Ich mag, dass es so ein bisschen dunkler ist. Das hat es diesen etwas moody Look. Nicht so perfekt, sondern einfach ein bisschen dunkler und ein bisschen stimmungsvoller. Und jetzt schauen wir uns einfach mal das Vorher und Nachher an mit diesen Korrekturen, die wir gemacht haben. Hier hat man noch den Schwarz-Weiß-Effekt, also dass man hier Schwarz-Weiß bearbeiten kann. Das kann man nochmal extra machen. So wichtig, Split Toning, dass man hier in den hellen Bereichen Farbe einfügt, also in der Helligkeit, in den Highlights hier, kann man zum Beispiel sagen, dass man hier Orange reinhaben will, das mache ich ganz oft so, und in den dunklen Bereichen dann etwas Blau haben möchte. Das kann man auch in Camera und Lightroom machen. So. Und das wäre eigentlich schon ein starker Effekt, genau, das kann man hier sehen. Da wird es in den dunklen Bereichen ein bisschen bläulicher und in den hellen Bereichen ein bisschen orangener. Natürlich kann man sich die Farben hier auch anders ändern, wie man das möchte. Und das ist ja schon mal cool. Genau, und das ist jetzt mal das komplette Bild, sagen wir. Hier sehe ich, das Blau ist mir einfach zu stark, deswegen entsättige ich das mal ein bisschen. Beziehungsweise, genau, nehme ich das ein bisschen runter. Und sage mal, vorher und nachher von dem kompletten, also so war das Bild ganz am Anfang. Okay, ja, so war das Bild ganz am Anfang hier. Und ich zoome mal kurz rein hier. Mit Steuerung minus. Mit Steuerung minus oder Steuerung plus kann man rein und raus zoomen und drücke hier auf Swap und so sieht es nachher aus und man sieht, ja, das ist schon eine Veränderung, die echt cool ausschaut. Also man hat hier viele Möglichkeiten. Was mir hier persönlich fehlt, ist, dass man die HSL, zum Beispiel den Hue, Saturation, Luminance, Farbton, Sättigung und Luminanzbereich noch mit drinnen hat, wie bei Camera Raw oder Lightroom. Da fehlt hier komplett der Bereich, oder dass man die Kamerakalibrierung machen kann, um die Farben nochmal einzeln zu verändern oder das Bildprofil von der Kamera zu wählen. Diese Tabs fehlen mir hier komplett, aber an sich hat man hier schon coole Möglichkeiten und zu machen. Und mal abgesehen davon, dass es ewig dauert, eine Veränderung zu machen, haben wir hier schon ein ganz cooles Bild umsetzen können. Schauen wir hier oben, hat man noch Möglichkeiten, hier die Farbbereiche nochmal zu sehen, die Intensität, wie ist es mit dem Kontrast, passt der Kontrast hier und die EXIF-Informationen von der Kamera, mit was habe ich fotografiert, das ist auch immer interessant zu wissen und welche Brennweite habe ich benutzt, ISO etc. Hier kann man sehen, auf welcher Brennweite habe ich fotografiert und genau. Welches Objektiv hier? Schon mal ganz cool. Histogramm hat man hier. Und normalerweise hat man hier bei Lightroom und Photoshop die Möglichkeit, hier sind dann so Dreiecke. Wenn man da drüber fährt, kann man sehen, welcher Bereich zu dunkel ist, also wo man gar keine Details mehr hat und zu hell. Aber laut Histogramm sagte mir, okay, wir haben hier nichts, was wirklich ausgebrannt ist oder zu hell ist, sonst wäre das hier auf dieser Bereich. Aber wir haben Bereiche, die sehr dunkel sind. Deswegen ist das Histogramm hier auf der linken Seite. Und das ist schon mal cool, dass man das hier drinnen sehen kann. Und ja, theoretisch hat man hier die Möglichkeit auch noch hier, Dinge zu entfernen, zum Beispiel Flecken zu entfernen. Das machen wir jetzt einfach mal, sagen wir mal. Oh. Ah, okay, so funktioniert das hier. Normalerweise kann man das so einfach anmalen, das ist praktischer, aber jetzt kann man hier so aussuchen, okay, das ist der Punkt, den ich verbessern möchte und welchen Punkt möchte ich denn drüber legen, sozusagen. Genau, und dann wird es automatisch überlagert. Aber da hier im Bild nichts ist, was man wegmachen möchte, sagen wir Escape und da sollten wir eigentlich rauskommen, aber es passiert wieder mal nichts. Ich komme nicht aus dieser aus diesem Bearbeitungsprozess raus, deswegen drücke ich einfach wieder mein Handtool, um da rauszugehen. Und ja, man sieht hier, vielleicht drücke ich einfach mal
Komme ich nicht zurück. Okay, dann muss ich STRG Z drücken, um da wieder rauszukommen. Nochmal STRG Z, um nochmal da rauszukommen. Also STRG Z funktioniert auf jeden Fall, beziehungsweise Command Z auf dem Mac. Ja, blöd, dass es mit Escape nicht geht, dass man da einfach die Bearbeitung verlassen kann. Aber STRG Z funktioniert. Gut, und ja, das ist jetzt so die Bearbeitung. Wenn ich das Bild speichern möchte, kann ich jetzt nicht hier sofort sagen, exportieren bzw. speichern, sondern ich muss das Bild erstmal entwickeln, auf Develop drücken und dann komme ich hier in die Fotopersona. Das ist dann der nächste Schritt und hier hat man die anderen Möglichkeiten, wie auch, das ist dann ja Photoshop, wo man hier die einzelnen Möglichkeiten hat, Farbe, Text, hier Pipettenwerkzeug, Beschneidenwerkzeug, Zauberstabwerkzeug, aber das würde den Rahmen von diesem Video hier absolut sprengen. Jetzt haben wir uns erstmal mal den Entwicklungsprozess angeschaut, also den RAW-Entwicklungsprozess, wie vergleichbar mit Lightroom oder Photoshop. Und genau, jetzt schauen wir noch, wie man das Bild exportiert. Das dauert jetzt wieder mal ein Weilchen, bis das developed ist, also entwickelt ist, sehe ich. Und ja, jetzt beschwert er sich ein bisschen. So, jetzt ist es drinnen. Um das jetzt zu exportieren, gehe ich hier auf File, also Datei, Export und... Genau, kann ich hier wählen, die Bildgröße, JPEG oder welches Format ich auch immer möchte. Ja, JPEG, beste Qualität, also 100%, etwas niedrigere Qualität, 85% und so weiter. Wir machen mal beste Qualität. Und genau, das ganze Dokument möchten wir speichern, also das ganze Bild, sagen Export. Und dann öffnet sich hier unser Export-Dialog und da kann man dann, ich tue was in meinen Lightroom-Ordner rein, kann man dann hier... das Bild umbenennen und speichern, sagen wir, ich nenne es einfach mal, ups, dieses Mic immer vor dem Gesicht zu haben, ist schwierig zum Tippen, Test, fertig und es ist exportiert, man sieht, das geht jetzt etwas schneller, als das zu entwickeln und dann ist es in dem Ordner drinnen und genau, so, das sind die ersten Möglichkeiten mit Affinity Photo. So, man kann sehen, Affinity Photo hat wirklich coole Features in der Developer-Persona, also in diesem Entwicklungsprozess. Paar Punkte, die mich jetzt gestört haben gerade, waren einfach, dass es so lange gedauert hat. So, ich weiß nicht, ob es nur an meinem Computer liegt. Eigentlich ist mein Computer total fit und kommt mit diesen ganzen verrückten Programmen klar. Aber hier hat es irgendwie so gehackt. Es kann sein, dass Affinity Photo gerade neu ist und deswegen da ein paar Bugs sind oder einfach Probleme da bestehen. Aber das ist so ein Punkt, der mich gestört hat. Ansonsten ist es echt cool, was man da für Einstellungsmöglichkeiten hat, dass man diesen RAW-Prozess so entwickeln kann mit den ganzen Kurven, mit den ganzen Schwärzebereichen, dass man das nachschärfen kann, dass man das entzerren kann, wenn das Objektiv ein bisschen Probleme hatte und die chromatische Aberration entfernen kann. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten darin, wie auch in Camera Raw. Wie gesagt, hat mir einfach dieser HSL-Bereich bzw. der Kamerakalibrierungsbereich gefehlt in der Developer-Persona, also in diesem Entwicklungsprozess. In der Fotopersona gibt es auch diesen HSL. Also diese Hue, Saturation, Luminance, wo man die einzelnen Farben anders voneinander trennen bzw. die einzelnen Farbtöne definiert verändern kann. Ja? Und das werden wir uns dann im Foto-Persona-Video anschauen. Das war jetzt, wie gesagt, nur die Developer-Persona. Ja, aber wie gesagt, es hat mir einfach gefehlt, dass es da drinnen ist in der Developer-Persona schon, weil das ist schon cool, wenn man das vorher einstellen kann, bevor man in Photoshop tatsächlich reingeht bzw. bevor man in die Foto-Persona bei Affinity Photo reingeht. An sich ein cooles Programm und wer noch kein Photoshop hat, ist bestimmt drüber ein Punkt, drüber nachzudenken oder ein Programm, worüber man nachdenken kann. Dadurch, dass es nur 55 Euro einmalig kostet, hat es schon viele Features und viele Möglichkeiten. Da kann man schon echt viel rausholen. Ich persönlich muss sagen, ich würde jetzt nicht von Photoshop nur auf Affinity Photo bzw. von Lightroom nur auf Affinity Photo switchen. Dafür waren mir die Einstellungsmöglichkeiten nicht so vielseitig genug, wie ich sie in Lightroom oder Camera Raw habe. Da habe ich noch viel mehr oder nicht viel mehr, aber ein paar Punkte, die ich noch definierter einstellen kann bzw. gezielter einstellen kann und auch die Veränderungen noch ein bisschen
feiner einstellen, fein justieren kann. Und das hat mir ein bisschen bei Affinity gefehlt. Aber wenn man noch kein Photoshop hat, ist es auf jeden Fall ein Programm, das es sich lohnt, darüber nachzudenken, sich mal anzuschauen, diese Testversion, diese 10-tägige mal auszuchecken und schauen, hey, vielleicht ist es ja was. Genau, hat auf jeden Fall was drauf. Und im kommenden Video werden wir uns nochmal anschauen, was kann man dann tatsächlich in der Fotopersona anschauen. Also wenn man dann in Photoshop dann drinnen ist, was kann man da so tun? Und das nochmal vergleichen. Oder was heißt vergleichen? Einfach anschauen. So. Und vergleichen sollte man einfach selbst machen, zu sehen, okay, vielleicht brauche ich diese ganzen Funktionen nicht. Photoshop hat unendliche Funktionen, die man ewig nicht braucht. Aber vielleicht reichen die Funktionen, die man in Affinity hat und spart sich das Geld. Dann zahlt man nicht jeden Monat 12 Euro, sondern man zahlt dann halt einmal 55 Euro und hat dann dieses Programm für immer. Und genau, ist auf jeden Fall ein Punkt, drüber nachzudenken. Das ist so mein erster Eindruck von Affinity Photo. Ich hoffe, es hat dir geholfen, es hat dir getaugt. Und ja, wenn es getan hat, dann bitte wie immer einen Daumen nach oben geben. Abonniere den Kanal für weitere coole Fotografie, Videografie, Tutorials, Vlogs und all diese coolen Sachen. Und ja, schau dir auf jeden Fall das kommende Affinity Photo Foto Persona Video an, dass wir uns das nochmal gemeinsam anschauen. Was kann man da noch mehr machen und ist es wirklich gleichwertig oder ja, lohnt es sich da auch noch in diesem Prozess oder in diesem Schritt, das statt Photoshop herzunehmen. Wie gesagt, mein erster Eindruck ist jetzt, Photoshop ist mega und ich liebe Photoshop. Ich bin da einfach total drinnen. Affinity Photo ist auch gut. Es fehlen noch ein paar Sachen und ich glaube, wenn Affinity da weiter oder wenn die Leute von Affinity weiterarbeiten dran, kann man bestimmt einiges rausholen. Aber zum jetzigen Stadium kommt es für mich nicht ganz an Photoshop ran. Aber hey, wer weiß, da kann man ja immer dran rumwerkeln. Genau, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, stay awesome und servus. Ciao. Yo.